Im heutigen Video geht es um die drei Begriffe Bus, AUX, Subgruppe. Was ist damit gemeint? Gibt es einen Unterschied zwischen den dreien? Und vor allem, wofür brauche ich sie genau? Wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und es gibt ja in unserer schönen Audiowelt immer mal wieder Begriffe, die untereinander verwechselt werden, richtig benutzt werden, falsch benutzt werden, wo sich Leute darüber streiten, was jetzt genau gemeint ist, ob man den Begriff richtig benutzt oder falsch benutzt, gibt es überhaupt richtig und falsch. Und Bus, AUX und vielleicht auch noch Subgruppe sind so drei Begriffe, die tatsächlich in unserer Welt immer so rumkreisen und wo der eine vielleicht von AUX spricht der andere von Bus, aber ist vielleicht bei allen beiden das Gleiche gemeint? Wir können vielleicht diese Frage heute einfach mal klären und die Antwort ist ja. Was war nochmal die Frage? Keine Ahnung. Nein. Die Antwort ist natürlich ja. Bus und AUX sind in unserer modernen Audiowelt, in unserer Welt der digitalen Audio-Workstations heutzutage das Gleiche. Damit ist das Gleiche gemeint. Bei Pro Tools heißt es AUX und bei Studio One, Logic und Cubase, soweit ich weiß, heißt es Bus. Gemeint ist aber dasselbe. Deswegen müssen wir als erstes mal klären, was ist denn überhaupt ein Bus? Wenn du dir mal deinen Mischer anschaust in deiner DAW, dann wirst du feststellen, dass du eine ganze Menge Kanäle hast, wo so die ganzen Audiospuren, die du im Arrangement hast, zusammenlaufen. Und da gibt es rechts daneben gibt's auch noch ein paar andere Kanäle, die haben im Arrangement keine Audio-Information, aber die haben trotzdem einen Fader. Nehmen wir zum Beispiel mal den Master Fader. Der Master Fader ist ja ein Fader, ein Kanalzug quasi, wo du jede Menge Plugins reinladen kannst und trotzdem findest du diesen Fader in der Regel nicht oben in deinem Arrangement. Aber was macht dieser Bus? Was macht dieser Master Fader? Jetzt habe ich es schon verraten. Der sammelt sämtliche Signale, die auf deinen Kanälen sind, sammelt der die Audioausgänge und vereint die, gruppiert die quasi alle auf sich, summiert die Signale zusammen und hinten kommt dein Mix raus. Das heißt, dieser Hauptbus, dieser Masterbus gruppiert im Prinzip alle einzelnen Signale. Und das macht ein Bus, ein Kanalzug, der im Prinzip keine eigene Audioinformation hat und dafür zuständig ist, die Audiosignale von Kanälen, die auf ihn verweisen, zu gruppieren, zu summieren und zusammenzufassen. Wofür brauche ich das, ist natürlich die nächste Frage. Nehmen wir mal an, du hast einen Mix, der besteht aus unfassbar vielen Spuren. Die sind aber halbwegs automatisch zuortbar. Sagen wir mal, ein Schlagzeug hast du aufgenommen, ein echtes Schlagzeug, oder du hast einen coolen Beat gemacht mit diversen Loops und so weiter und so fort. Die sind thematisch zusammengehörig. Und wenn du jetzt zum Beispiel dieses Schlagzeug, wenn du alle Spuren von dem Schlagzeug schön gemischt hast, der Schlagzeug-Sound ist super, und du möchtest jetzt zum Beispiel in deinem Mix die Lautstärke vom Schlagzeug ändern, dann markierst du ja nicht alle Kanäle, auf denen du irgendwie Schlagzeuginformationen hast und ziehst die dann ein kleines bisschen runter. Praktischer wäre es doch, wenn diese Kanäle alle zusammengefasst werden auf einem Kanalzug und wenn du dann bei dem nur den Fader rauf und runter ziehen muss. Und genau das macht so ein Bus. Das heißt, du erstellst einen Bus, schickst einfach die Ausgänge von diesen ganzen Drumspuren, schickst du auf diesen einen Bus und ab sofort läuft auf diesem einen Bus, auf diesem einen Kanalzug, läuft auf diesem Fader der komplette Schlagzeugsound zusammen. Und du kannst dann mit einem Fader quasi den kompletten Schlagzeugsound beeinflussen. Du kannst natürlich nicht nur das machen, du kannst den auch noch nachbearbeiten mit Kompressor, Equalizer, mit sonstigen Effekten, die du haben kannst. Das macht ein Bus. Er sammelt jede Menge Audiosignale zusammen, die du auf ihn verweisen lässt und gibt die dann quasi gesamt sammelt, summiert weiter in die nächste Instanz. Deswegen auch Subgruppe. Subgruppe ist das richtige Wort an dieser Stelle auch für den Bus, denn du gruppierst jede Menge Kanäle und kreierst quasi eine Subgruppe und schickst das Signal von dieser Subgruppe dann auf die Hauptsuppe, auf die Hauptgruppe natürlich, was in der Regel dein Masterfader ist, oder eben du schickst dann nochmal auf einen weiteren Bus, der dann noch weitere Signale einsammelt, zum Beispiel die komplette Musik. Bei meinen Mixen, wenn du meinem Kanal schon ein bisschen länger folgst, wirst du wissen, dass dieser Bus dann Mucke komplett zum Beispiel heißt. Da läuft alles zusammen, was mit Musik zu tun hat. Gibt es noch einen zweiten Bus bei mir, der heißt Vocals komplett. Und so habe ich zwei Busse, die dem Masterbus vorgelagert sind und dafür sorgen, dass ich auf dem einen nur die Musik habe, auf dem anderen nur die Vocals und die dann auch getrennt voneinander regeln kann. Sehr praktisch also, wenn man seinen Mix strukturieren möchte. Wie das genau aussieht, schauen wir uns gleich in der Session auf jeden Fall nochmal an. Zweites Anwendungsszenario ist, dass du einen Bus benutzt, um Effekte einzusetzen. Das heißt, du nimmst einen Bus und generierst diesen Bus und schmeißt einen
Hall-Effekt zum Beispiel drauf. Ne? Normalerweise, wenn du ja auf deinen Vocals, sagen wir mal auf den Hauptvocals, einen Hall drauf haben willst, dann nimmst du einen Hall, schmeißt ihn auf die Spur, auf den Kanalzug, wo dein Hauptvocal drauf ist und zack, hast du einen Hall drauf. Das ist soweit auch ganz praktisch, weil diesen Hall, den kann man ja dann für diesen Kanalzug benutzen. Blöd ist nur, wenn du zum Beispiel für deinen Hauptgesang, sagen wir mal, drei Spuren hast. Du hast einen für die Strophe, einen für den Refrain und einen vielleicht noch für den Mittelteil. Musst jetzt also dreimal dieses Hall-Plugin da reinladen. Das ist ja doch ein bisschen unpraktisch. Ne? Praktischer wäre doch, wenn man den gleichen Hall für alle drei Spuren nehmen könnte, aber nur ein Plugin braucht. Und genau dafür kann man natürlich auch einen Bus nehmen. Du kreierst also einfach einen Bus, haust diesen Hall drauf und dann schickst du aber nicht von diesen drei Spuren, die ich gerade genannt habe, also Strophengesang, Refraingesang und vielleicht Mittelteilgesang, schickst du das Signal eben nicht komplett auf diesen Bus, weil dann würde es ja komplett verhallt. Nein, du schickst nur einen kleinen Teil auf diesen Bus und da wird dann für alle drei, je nachdem wie viel du da einstellst, wird dieser Hall auf den Sound von diesen Gesangsspuren drauf gemacht und wird dann auch wieder zum Hauptbus geschickt. Auch ganz praktisch, auch das schauen wir uns gleich genau in der Session an, wie das funktionieren kann. Und das geht natürlich nicht nur mit Hall, du kannst natürlich auch diese drei Spuren da drauf schicken, wie beim Schlagzeug zum Beispiel. Für die New York Compression kannst du parallel komprimieren, kannst sie mit dem Equalizer bearbeiten, verzerren, sonst was irgendwie machen. Ganz praktisch diese Parallelbearbeitung also, die eben nicht das Hauptsignal von diesen Kanälen auf diesen Effektbus schickt, sondern nur einen kleinen Teil. Wie gesagt, schauen wir uns gleich in der Session nochmal in Praxis an. Und wenn dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, drück einfach auf zweimal Daumen nach unten. Und falls du noch nicht Abonnent von diesem Kanal sein solltest, wärst du jetzt eine beste Gelegenheit, eben mal kurz auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann verpasst du nämlich auch nicht, wenn das nächste Video rauskommt. Wir gehen jetzt in die Session, verpasst danach nicht noch die Frage der Woche, denn darin kläre ich noch, wer denn eigentlich beim Pinsky Mix Contest den besten Mix eingeschickt hat. Über 50 Mixe sind eingegangen, falls du verpasst haben solltest, was damit gemeint sein sollte, kann ich dir hier oben mal ein Video einblenden. Das war nämlich eine super Aktion, wo die Band Pinsky uns ein paar Spuren zur Verfügung gestellt hat und wir konnten den Song Ugly Side komplett mischen. Professionelle Spuren, hat riesen Spaß gemacht. Also, verpasst danach in der Frage der Woche nicht die Auflösung, wer die goldene Ananas für den besten Mix gewonnen hat. Und wir gehen jetzt erstmal rüber in die Session und schauen mal, wie die Busse tatsächlich kreativ und aktiv eingesetzt werden können im Mix. Los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und wie gesagt, alles, was ich dir gerade erzählt habe, klang natürlich sehr theoretisch. Das wollen wir uns jetzt mal in der Praxis angucken. Wie gesagt, ich nutze Busse hauptsächlich, um meine Mixe zusammenzufassen, zu strukturieren, zu ordnen und verschiedene Instrumentengruppen erstmal zusammenzufassen, die auch zusammengehören. Das bringt Ordnung in meinen Mix und sorgt dafür, dass ich den Überblick nicht verliere, egal wie viele Spuren ich benutze. Und wir haben hier einen Song zur Verfügung, den ich selbst mal irgendwann erstellt habe, wo ich zum Beispiel hier eine Gruppe von Percussion-Instrumenten habe. Wenn ich die also jetzt zusammenfassen möchte, um die auf einem Bus zusammenzufassen, dann hat das folgende Vorteile. Erstens, ich muss nicht, wenn ich die Lautstärke von der kompletten Percussion-Gruppe ändern möchte, immer alle fünf Kanäle markieren und dann die Lautstärke von allen regeln, sondern ich kann das auf den Bus machen und zum anderen kann ich die ganzen Kanäle zusammenfassen auf dem Bus und dann auch nochmal zusammen bearbeiten. Also vielleicht mit einem Equalizer, mit einem Kompressor, mit einem Effekt wie ein Hall oder ein Chorus oder sonst was irgendwie, kann ich alles auf diesem Bus machen. Das heißt, ich sorge jetzt dafür, dass ich erstmal diese fünf Kanäle zusammenfasse auf einem Bus und die von da aus dann zusammen bearbeiten kann. Das geht sehr einfach. In den meisten DAWs geht es mit einem Rechtsklick auf den Mischer hier, auf irgendeinen Kanal und hier bei Studio One kann man dann auswählen, Bus-Kanal hinzufügen. Damit wird dann erstmal ein genereller Bus erzeugt, wie wir hier auf der rechten Seite auch sehen können. Der heißt praktischerweise auch Bus 1. Wie gesagt, bei Pro Tools heißt der Bus AUX, aber gemeint ist dasselbe. Dieser Bus ist jetzt erstmal erstellt worden, der ist blank, da zeigt kein einziger Kanal drauf und deswegen bereiten wir den jetzt erstmal vor. Zuerst mal benennen wir den Percussion. Komplett soll er heißen. So. Und des Weiteren kann ich dann noch die Farbe anpassen. Meine Percussions sind orange in diesem Fall. Das heißt, dieser Bus wird jetzt auch orange eingefärbt. Und praktischerweise kann ich den jetzt noch rüberschieben hier zu den Drums. Denn Percussion sind in der Nähe bei mir bei den Drums zu suchen. Und dann brauche ich später beim Mix nicht suchen, wo die Percussion sind. Die sind direkt neben den Drums. Ganz einfach. Nach orange und neben den Drums. Mehr muss ich da nicht suchen. Stolper schon über meine eigene Zunge. So, das haben wir schon mal geschafft. Wir haben also einen Bus kreiert, der heißt Percussion komplett. Und jetzt zeigt aber noch kein einziger Kanal drauf. Das heißt, wir müssen jetzt auch dafür sorgen, dass da in diesem Percussion komplett Bus jetzt auch die Signale von dem Percussion zusammengefasst werden. Das heißt, wir schicken diese gesamte Gruppe, die wir hier auf der linken Seite haben, an verschiedenen Kanälen, schicken wir jetzt einfach mal, indem wir den Ausgang umstellen auf den Percussion komplett Bus. Im Moment zeigt der Ausgang noch auf Main. Das ist der Hauptbus, den wir bei uns in jeder DAW haben. Der letzte Bus ist immer der Main, Master, Stereo Out, wie du ihn noch nennen möchtest. Es gibt einen Bus am Ende und
der fasst alle Signale zusammen, denn da läuft unser Mix tatsächlich komplett zusammen, egal welche Spuren du hast und ob die direkt dahin verweisen, weil auf ihrem Ausgang bei dem Kanal vielleicht Main steht oder ob sie erst in einen Bus laufen und dieser Bus dann auf Main zeigt. Es ist völlig wurscht. Man muss sich das so vorstellen, wie bei einem Trichter, wo oben alle Kanäle reinkommen und unten der Schlauch, wo alles zusammenkommt, das ist im Prinzip der Main-Bus. So werden die dann alle zusammengefasst. Im Moment, wie gesagt, zeigen unsere Percussions noch alle auf den Main-Bus und wir stellen jetzt einfach den Ausgang mal um auf Percussion komplett und haben damit schon Folgendes erreicht, wenn ich jetzt den Percussion komplett Bus mal auf Solo schalte. Hören wir alle Percussions gleichzeitig und ich kann die lauter machen und leiser, wie ich möchte. Ganz einfach, kann hier Effekte hinzufügen, sagen wir mal noch einen Hall draufpacken. So. Alles gleichzeitig kann ich alles bearbeiten, indem ich hier einfach diese Gruppe, diese Subgruppe, diese Untergruppe gemacht habe und dafür gesorgt habe, dass alle Percussion zusammen auf einem Bus laufen. Damit kann man seinen kompletten Mix sehr wunderbar strukturieren, indem man einfach Instrumente zusammenfasst, die auch zusammengehören. Und wie du bei mir sehen kannst, habe ich zum Beispiel in diesem Fall meine Drums komplett zusammengefasst. In diesem Fall sind das Loops, aber oft ist es auch, dass ich mit echtem Schlagzeug arbeite. Also kann ich das komplette Schlagzeug hier auf einem Fader zusammenfassen, auf einem Bus und habe dann das komplette Schlagzeug hier nochmal als einzelnes Instrument zur Verfügung. Als weiteres habe ich dann die Percussion komplett, haben wir gerade erstellt. Dann habe ich Bass komplett, da sind meine Bässe, die da zusammenlaufen. Dann die Akustikgitarren, die E-Gitarren und dann habe ich noch einen Bus für meinen Chorgesang gemacht, wo ich den dann auch zusammenfasse. Und so habe ich dann jede Gruppe quasi zusammengefasst auf einem Bus, sodass ich am Ende des Tages beim Mix dann meine Hauptbusse habe, wo quasi die einzelnen Instrumenten drauf liegen und dann brauche ich eben nicht 17 Fader schubsen, wenn ich mal das Schlagzeug ein bisschen lauter oder leiser machen möchte oder vielleicht nochmal mit einem Kompressor versehen möchte, sondern macht das eben nur auf diesem Bus. Ganz praktisch. Auf der rechten Seite hier siehst du, dass noch zwei weitere Busse kommen und wenn du meinem Kanal schon ein bisschen länger folgst, dann wirst du wissen, dass ich sämtliche Instrumente vorher erstmal in Bussen zusammenfasse, so wie ich das gerade schon gezeigt habe, und dann aber nochmal in zwei einzelnen Bussen zusammenfasse, die ich dem Hauptbus vorlagere. Das heißt, meine Busse zeigen nicht direkt auf den Mainbus, sondern nochmal auf zwei vorgelagerte und die sind relativ simpel benannt. Einmal Mucke komplett, das heißt, sämtliche Instrumente laufen auf diesem Bus zusammen und meine Vocals laufen dann auf dem Vocals-Komplett-Bus zusammen. Das heißt, ich kann mit einem Klick hier bei dem Vox-Komplett-Bus auf Mute, ich mache mal kurz das Solo aus, dann siehst du es, mit einem Klick hier auf das Mute kann ich die Vocals komplett ausstellen und habe ein Playback. Oder umgekehrt, mit einem Klick auf den Mucke-Komplett-Bus kann ich nur mehr die Vocals anhören. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Okay, schon Fehler passiert. Beim Routing muss man noch mal ein bisschen aufpassen. Ne? Also wir haben hier die Percussions natürlich noch nicht eingestellt, denn der Bus zeigt noch auf den Mainbus, der muss natürlich auch auf den Mucke-Komplett-Bus zeigen, wie du gerade gehört hast. So, und wenn ich jetzt hier die Mucke ausstelle, machen wir nochmal, bleiben nur die Vocals übrig, weil die Vocals zeigen hauptsächlich auf den Vox-Komplett-Bus. Und so kann ich relativ simpel dafür sorgen, dass ich alle Instrumente zusammenfasse und natürlich hier auf diesem Bus, auf dem Mucke-Komplett-Bus auch nochmal bearbeiten kann, wie hier in diesem Fall zum Beispiel mit einem Kompressor. Sehr einfach also mit Bussen seinen Mix zu strukturieren, seinen Mischer zu strukturieren und Instrumentengruppen zusammenzufassen, um die dann nochmal zusammen zu bearbeiten. Man kann tolle Sachen damit machen und man kann vor allem auch dann den weiteren Schritt gehen und mit Bussen eben nicht nur Sachen zusammenzufassen, zu gruppieren, in Subgruppen zusammenzufassen, um sie dann gesammelt auf einen weiteren Bus oder auf den Hauptbus zu leiten, sondern man kann natürlich auch mit Effekten arbeiten mit Bussen. Wie das geht, schauen wir uns jetzt mal an. Mit Effekten ist es relativ simpel. Stellen wir uns mal vor, du hast drei Kanäle, sagen wir mal die Percussion, die Vocals und die Gitarre. Da möchtest du einen Hall draufpacken. Da kannst du relativ simpel einfach auf jeden der Kanäle oder auf jeden der Busse, wo du die Instrumente zusammengefasst, einfach einen Hall draufladen und schon hast du einen Hall drauf. Aber dann hast du ja dreimal eine Instanz geladen von diesem Hall, obwohl du vielleicht für alle drei Gruppen nur den gleichen Hall haben wolltest. Einfacher wäre es doch, wenn du von allen drei Kanälen oder Bussen, wenn du da einen kleinen Anteil von dem Signal rüberschickst auf einen Bus und da ein einziges Hall-Plugin drin ist. Dann brauchst du nur eine Instanz und kannst von jedem Kanal einfach so viel rüberschicken zum Hall, wie du gerade brauchst. Und das können wir auch ganz einfach mal machen. Wir erzeugen einfach mal einen weiteren Bus. Ich klicke hier wieder irgendwo drauf und erzeuge wie gerade schon hier einen Bus. Der wird auch wieder angefertigt. Der heißt auch wieder Bus 1 und diesmal nennen wir den Hall komplett. Und der soll eine schöne Farbe kriegen. Sagen wir mal rosa. Hier zum Beispiel rosa ist schön. Und den schieben wir mal neben unsere Hauptbusse, den Mucke komplett und den Vocal komplett. Und jetzt haben wir einen Bus. Jetzt laden wir dann noch einen Hall rein. Zack. Jetzt haben wir einen Bus, wo ein Hall drauf ist.
der ist nackig, da läuft nichts drauf. Also müssen wir jetzt noch sagen, einzelnen Kanälen, dass die ihr Signal dahin schicken sollen. Jetzt ist es aber nicht so wie bei der Gruppierung gerade mit den Bussen, dass wir einfach den Ausgang dahin schicken, denn dann würde ja das gesamte Signal, sagen wir mal von unserem Percussion, würden wir jetzt hier den Ausgang dahin routen, dann würde das gesamte Percussion-Signal hier auf unseren Hall-Komplett-Bus laufen. Das würde dazu führen, dass sämtliche Percussions komplett verhallt sind. Das wollen wir nicht. Stattdessen machen wir Folgendes und schicken nur einen kleinen Teil von diesen Percussions rüber. Das heißt, das Hauptsignal läuft weiterhin auf unseren Mucke-Komplett-Bus und einen kleinen Teil zwacken wir ab und schicken wir separat dahin. Schicken ist Englisch, heißt auf Englisch Send, und in jedem Kanalzug gibt es in der Regel diesen Send-Bereich. Das sieht bei deiner DRW vielleicht ein kleines bisschen anders aus, aber der Send-Bereich ist immer vorhanden. Und wenn ich jetzt hier einen Teil von diesem Signal von unserem Percussion einfach mal Send schicke zu unserem Hall komplett, wie du hier siehst, dann geht jetzt, wenn ich hier draufklicke, zack, dann wird hier ein kleiner Regler, der eingestellt wird, wie viel man darüber schickt, und dann müsste jetzt auf unserem Hall komplett Bus schon ein bisschen Percussion zu hören sein. Ah, ist mal leise, drehen wir mal ein bisschen auf. Und siehst du, so kann ich dann regeln, wie viel ich von unserem Signal rüber zum Hall schicke. Ich stelle mal die Percussions auf Solo. Man soll ja nie Solo abhören, aber das machen wir in diesem Fall mal. Und jetzt siehst du, dass ich einfach über den Send-Anteil, ne, mal Signal haben, einstellen kann, wie viel Hall ich haben möchte. Jetzt sagst du, den Hall hätte ich doch auch bei den Percussions reinladen können. Richtig, aber wenn, wie gesagt, du noch mehrere Kanäle oder Busse dahin schicken willst, wie zum Beispiel die Akustikgitarren, dann ist es ein ganz einfaches, bei den Akustikgitarren auch einen Send zu nehmen und da einfach einen Teil vom Signal von den Akustikgitarren zum Hall rüber zu schicken. Und schon müssten wir auf unserem Hallbus hören, dass da auch Gitarren sind, genau. Und auch hier können wir den Anteil schön regeln. Mehr Gitarren, weniger Gitarren. Und je nachdem, das hörst du dir dann im Mix am besten an, wie viel du mit dem Send rüberschickst zu diesem Hall. Und das geht natürlich nicht nur mit Bussen, du kannst auch einzelne Kanäle rüberschicken per Send und kannst dann dafür sorgen, dass du mit nur einer Hallinstanz ganz viele verschiedene Kanäle mit Hall versorgen kannst. Sehr praktisch und kann auch zu einem sehr organischen Ergebnis führen. Aber das funktioniert natürlich nicht nur mit Hall. Du kannst verschiedene Busse kreieren, wo unterschiedliche Hall-Effekte drauf sind. Sagen wir mal ein Hall, ein Raum, ein Delay und so weiter. Damit kann man sehr schön die Vocals anreichern. Man kann aber zum Beispiel auch seine Drum parallel bearbeiten, denn du musst dir ja vorstellen, dass das Signal einmal von deinem normalen Signal rübergeschickt wird zum Hauptbus und parallel ein Teil davon abgezwackt wird und zu diesem Bus geschickt wird. Deswegen spricht man da auch von paralleler Bearbeitung. Ne? Auf diesem Bus wird nur ein Teil des Hauptsignals bearbeitet und parallel werden beide dann zum Hauptbus geschickt. So einfach muss man sich das vorstellen. Parallelbearbeitung ist ein ganz oft benutzter Begriff, den man in unserem Hobby hört oder in unserem Bereich der Audiotechnik hört. Zum Beispiel die parallele Bearbeitung von einem Schlagzeug. Man nimmt das komplette Schlagzeug, was man hat, und schickt das per Send nochmal auf einen Bus und komprimiert es da nochmal separat. Die berühmte New York Compression oder der berühmte New York Compression Trick. Falls dir das nicht sagt, kannst du ja mal hier oben reinklicken, da verlinke ich dir ein Video, wo die New York Compression erklärt wird, und da siehst du dann auch, wie mit Bussen und Parallelbearbeitung ganz einfach auf Basis dessen, was ich hier gerade erklärt habe, ein super Trick eingebaut wird, der dafür sorgt, dass die Drums wirklich nochmal kräftiger und powervoller, ist das ein richtiges Wort? Nein, ich glaube nicht. Also wie die Drums nochmal mit mehr Energie versorgt werden, so ist es wahrscheinlich richtig. Also ein super Trick. Mit Bussen kann man also eine ganze Menge machen. Man kann entweder seinen Mix strukturieren und aufräumen und gruppieren vor allem, oder man kann eben Parallelbearbeitung damit machen, indem man verschiedene Kanäle und Busse einfach mit Effekten versorgt, ohne dann an ein Übermaß an Effekten zu nutzen oder an Instanzen von CPU-Power zu verbrennen. Sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Busse. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Du kannst damit einiges anfangen, und falls du noch andere Workflows hast, also andere Vorgehensweisen in deinem Mix, wie du Busse noch separat einmixst, dann einstellst oder benutzt, dann schreib es gerne unten in die Kommentare rein, weil ich bin auch immer froh, wenn ich noch was lernen kann und etwas übernehmen kann in meinen Workflow, was vielleicht auch da noch für Verbesserungen sorgt. Wir gehen jetzt rüber zur Frage der Woche und los geht's. Sehr, sehr praktisch. Also ich arbeite liebend gern mit Bussen, weil damit kann man einfach seinen Mix und seinen Mischer vor allem sehr strukturiert gestalten, kann dafür sorgen, dass man den Überblick nicht verliert, egal wie viele Spuren man hat, und man hat am Ende der Mixphase dann auch noch alle Instrumente jeweils auf den ihnen zugeordneten Bussen zur Verfügung und kann mit einzelnen Fader-Bewegungen wirklich große Einflüsse nochmal auf den Mix nehmen. Also wirklich sehr praktisch und sehr übersichtlich mit Bussen zu arbeiten, mit Bus, mit AUX, oder wenn du sie zur Sortierung deines Mixes nimmst, auch
oder Subgruppe genannt. Ich präferiere den Begriff Bus und den versteht eigentlich auch in der Regel jeder. Kommen wir zur Frage der Woche. Da geht es ja darum, wer hat den besten Mix eingesendet? Und nochmal, ich habe über 50 Mixe bekommen. Das heißt, ihr habt euch eine Riesenmühe gegeben und das hat mich wirklich sehr stolz gemacht, dass die Community der Band auch gezeigt hat, pass mal auf, ihr seid sehr wertvoll und wir haben so richtig Bock auf das Thema. Und ich halte nochmal hier, ohne Werbung machen zu wollen, hier einfach nochmal die CD hier in die Kamera, um zu zeigen, das ist das Album Sound the Alarm von Pinsky. Kann man eigentlich nicht oft genug nach vorne halten, dieses Album, denn es hat wirklich einen Riesenspaß gemacht, diesen Song zu mischen. Also, falls ihr es noch nicht gekauft haben solltet, unten in der Videobeschreibung gibt es nochmal einen Link und da könnt ihr es auf jeden Fall kaufen. Macht einen Riesenspaß. Aber jetzt Trommelwirbel. Wer hat den besten Mix abgeliefert? 51 Stück sind eingegangen. Und der Gewinner der Goldenen Ananas ist Nico Rosenthal. Ein grandioser Mix, wirklich super fette Gitarren, super geiler, fetter, tiefer Bass. Schlagzeug gut gemischt, die Vocals gut gemischt. Und ich habe zwar mit der Band noch nicht gesprochen, aber ich frage einfach mal, ob wir den Mix auch separat nochmal veröffentlichen dürfen. Und wenn dem so ist, also wenn du dich dafür interessierst und da auch reinhören willst, dann werde ich das auf jeden Fall im Newsletter nochmal kundtun, wo man dann den Link zu diesem Mix findet. Wenn du das also nicht verpassen möchtest, dann melde dich auf jeden Fall im Newsletter auf meiner Seite unter recordingblog.com an. Oben rechts in der Ecke findest du die Newsletter-Anmeldung. Da gibt es immer wieder News. Jede Woche gibt es ein paar Informationen über das neue Video, aber auch über das, was demnächst ansteht und so weiter. Lohnt sich also sowieso, sich im Newsletter einzutragen. Und wenn du da Bock drauf hast, einfach auf die Seite recordingblog.com oben rechts und eben anmelden. Kostet dich nichts außer 2 Klicks und das war's dann auch schon. Und da gibt's dann die Info, wo und wann man sich dann den Mix von Nico Rosenthal anhören kann. Ich hoffe, du hast viel Spaß bei der Aktion gehabt. Ich hoffe, du kannst mit dem Wissen aus der heutigen Folge ein bisschen was anfangen. Wenn du mich unterstützen möchtest, mich und den Recording Blog ein bisschen unterstützen möchtest, auch finanziell, dann geh mal auf patreon.com, da findest du einen Account von mir, auch da den Link unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou! Ha ha ha.